Alter, ich habe mich voll verfahren. Geniale Idee von mir. Wirklich geniale Idee. Festgefahren. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat und bei einer kleinen Nachtfahrt mit dem Kukirin G2, dem Offroad Monster. Und ich bin gerade auf dem Weg Richtung Wald und dort werden wir eine kleine Nachtfahrt machen durch den Wald. Ja genau, um mal zu schauen, wie gut funktioniert denn das hier, und ich zeige euch da nochmal genau die Beleuchtung. Aber hier kann man schon erkennen, das Vorderlicht mit den 4 LEDs, das ja sogar mit Kühlrippen versehen ist, ja, weiß schon ganz ordentlich auszuleuchten. Aber jetzt geht's gleich weiter, wenn wir im Wald sind. Puh, das war schon eine kleine Katze. Ja, und die konnte ich gut sehen. Dünnes Licht macht ordentlich hell. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das jetzt hier auf dem Video zu sehen ist. So. Ach Gott, nachts im Wald. Das ist doch mal was anderes, bevor es richtig losgeht. Ja, schaut euch mal an, ich mache das Licht mal aus. Nur ist wirklich zappenduster. Nur hier das Display ist richtig gut ablesbar. So, aber nochmal Licht an. Und ich zeige euch, bevor es jetzt hier mit der Fahrt losgeht, nochmal, wie die Beleuchtung aussieht. Also wir haben hier hinten die Rücklichter, ne, schön zu sehen. Hier das mittlere Licht und dann die beiden Seitenlichter nochmal. Ist eigentlich ganz ordentlich hell. Und natürlich auch hier mit Bremslicht. Ne? Wenn ich bremse, dann flackert es. Und von vorne sieht das Ganze so aus. Ich musste eben das Licht erstmal ein bisschen einstellen. Das kann man eigentlich nicht justieren. Da ist nur eine Metallplatte, die muss man ein bisschen zurechtbiegen, denn das hat voll nach oben geschienen. Aber ihr seht, glaube ich, schon, das Ding ist ordentlich hell. Ne? Und dann hat es ja noch diese kleinen Seitenlichter. Und ja, hier sieht man, wie es in den Wald reinleuchtet. Also 4 LEDs. Sieht ganz ja, kraftvoll aus. So, aber jetzt starten wir mal unsere kleine Fahrt hier. Nachts durch den Wald. Vielleicht sehen wir ja noch was. Ich hoffe, kein Wildschwein. Gerade eben, wie ich los wollte, war mal wieder so typisch. Ne? Ich ziehe mich an, meine Kamera auf die Brust schnallen, alles fertig machen und mache die Tür auf, schiebe den Roller raus und Regen. Oh, hat es angefangen zu regnen. Ich werde verrückt. Das ist wirklich dieses Jahr, in diesem, ich sag mal, zweiten Teil des Sommers 2023, eine einzige Pest mit der Regnerei. So, jetzt haben wir hier schon eine Kreuzung und wir fahren. Ach komm, wir fahren einfach mal ein Stückchen geradeaus. Ja, das ist echt eine Pest. Ich bin einfach trotzdem losgefahren, denn oft dauern diese Regengüsse auch nicht lange. Ich hoffe, auf dem Objektiv ist jetzt auch kein Tröpfchen drauf, dass ihr alles gut sehen könnt. Ja, und ich glaube, ich hatte recht. Hat keine 10 Minuten gedauert, dann war der ganze Spuk wieder vorbei. Ja, und ich fahre jetzt hier durch den Wald und ich sehe wirklich recht gut. Ja, man muss natürlich jetzt hier ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Nicht so schnell. Ich könnte ja auch mal einfach einen Gang runterschalten. Ich war jetzt im zweiten. Und schalte mal in den ersten, dann kann ich hier auch mal Vollgas geben, in Anführungszeichen. Na, im ersten fahren wir ja gar nicht schnell, da sind es nur 13 km/h. Nee, das ist mir ehrlich gesagt dann doch zu langsam. Gehen wir in den zweiten. So 20 Sachen, die sind hier jetzt schon drin. So, und dann bügeln wir hier drüber. Das hier ist so, ja, hier auf dem Abschnitt so ein sehr verwittertes Asphaltstück mit Schotter und mit allem Möglichen. Oh, da hinten habe ich gerade Lichter gesehen. Ist da noch jemand im Wald unterwegs? Lasst mich mal schauen. Oh, da sind ein paar Rücklichter. Oh, und hier geht ein ganz kleiner Weg rein. Ganz, ganz klein. Naja, wir schauen mal, wo uns der hinführt. Hier ist jetzt nämlich ein ganz anderer Untergrund, Schotter und nasses Gras. Wunderbar, aber ihr seht echt, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich habe eine gute Sicht hier, wirklich, wirklich gut. Also ich sag mal, mit den 4 LEDs vorne, die Kühlrippen, die dran sind, echt keine Deko, sondern die haben ordentlich Power und müssen wahrscheinlich nach einer Weile dann auch dementsprechend runtergekühlt werden. Also ich habe hier keine Probleme. Außer, dass hier der,
Ich wollte gerade sagen, außer dass hier der Weg endet, aber es geht doch noch weiter. Und wir sind auf dem nächsten Scheideweg und fahren einfach mal hier lang. Ah, und das macht so Laune. Ich kann es euch sagen, ich habe mich hier in den Kukirin G2 Max Schock verliebt. Als ich das Teil zum ersten Mal gefahren bin, dachte ich, boah, der ist echt geil. Ein robuster E-Scooter Offroad-Panzer, der hier solche Wege, so Waldwege und sowas, da bügelt der einfach drüber, als wäre man hier mit einem E-Mountainbike unterwegs. Das macht sowas von Laune. Habe ich in der Form echt noch nicht erlebt vorher. Ein super Teil. Ist halt nur eine Schande oder halt schade, dass er keine Straßenzulassung hat. Das heißt, man darf auch wirklich nur hier auf solchen Privat- und Waldwegen unterwegs sein und nicht irgendwo öffentlich auf der Straße. Denn ja, er fährt auch viel zu schnell. Ne? Der schafft 55 Stundenkilometer in Fahrstufe 3, in Fahrstufe 2 35, in Fahrstufe 1 15. Ist damit natürlich jenseits von Gut und Böse, von dem, was hier erlaubt ist bei uns auf den öffentlichen Straßen. Oh, schade, ne? Ich hätte ihn gern auch als gedrosselte Variante, als straßenzugelassenen Offroad-Scooter, denn die Vollfederung und die echt fetten 10 Zoll Offroad-Luftreifen mit Schlauch, die federn, ich habe was gehört, aber das war, oh Gott, ich wollte sagen, die federn echt zu viel weg. Ich habe mich jetzt gerade von mir selber erschrocken. Ich habe nämlich ein Steinchen mit den Rädern hinten weggeschleudert und das ist gegen den Metallmülleimer geprallt. Ja, nachts allein im Wald. Ja, da kann es schon mal ein bisschen unheimlich werden. So, aber soweit ist hier alles gut. Ich denke, wenn ich hier ein Wildschwein treffen sollte, ich bin schneller weg. So, ja. Also diese Federung in Kombination mit den Reifen, die ist echt geil. Ne, damit kann man richtig gut fahren. Da ist man für jede Wegstrecke bestens gerüstet. So, und die Wegstrecke hier, jo, ist schon wieder ganz schön rubbelig. Und hier, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Die große Kreuzung. Ich weiß nur nicht genau, wo ich lang soll. Wir fahren einfach mal hier rechts hoch. Ich glaube, hier rechts hoch war ich bisher noch nicht unterwegs. Und hier ist jetzt richtig grober Schotter, wieder ein ganz anderer Belag, ne? Richtig grobe Steine. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, gerade in den Kurven, dass man da nicht wegrutscht. Und ich kriege da, hier kriege ich ordentlich doch schon ein paar Schläge jetzt mit. Aber der Scooter, der fühlt sich so solide an, da mache ich mir echt keine Sorgen. So, wo sind wir jetzt hier? Nochmal eine Kreuzung, hier ist alle 3 Meter eine Kreuzung. Boah, wir fahren mal hier geradeaus weiter. Hier ist der Weg jetzt wieder etwas sandiger und angenehmer zu fahren. Ja, und stellenweise schön nass. Ja, also echt, ich kann den hier euch nur ans Herz legen, wenn ihr eher so einen... Jetzt geht's ja bergab. Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Wenn ihr einen Fun-Scooter sucht für Offroad-Fahrten auf Privatgelände und so. Also ich bin bisher noch nichts Vergleichbares gefahren, was so eine Performance auf solchen Wegen abliefert. Von daher für den Zweck absolute Kaufempfehlung für... Ach du lieber Gott, wo geht's denn jetzt hin? Oh! Nee, hier geht's jetzt voll berghoch. Hier bin ich definitiv irgendwie verkehrt. Hier bin ich falsch, da verfahre ich mich. Also für sowas kann ich den euch echt nur empfehlen. Ne? Nicht für die Straße. Kauft ihn bitte nicht für die Straße und lasst euch nicht dann auf der Straße damit erwischen. Das tut eurem Führerschein und eurem Geldbeutel dann wahrscheinlich ziemlich sicher nicht besonders gut. Denn man kann ihn auch nicht zulassen. Ne? Der hat ja gar keine ABE. Damit bekommt ihr das bei keiner... Ach Gott, habe ich mich erschrocken. Es war nur eine Maus. Es ist nur ein Mäuschen über den Weg gehuscht. Gott, ich bin aber auch schreckhaft heute. Wie peinlich und alles vor der Kamera. Also der hat keine ABE und bekommt keine Zulassung. Also macht den Fehler bitte nicht, damit auf der Straße rumzufahren.
Das hier ist ein Fun- und Sportscooter, so würde ich den mal einstufen. So, wir fahren dann doch hier die andere Richtung, hier den Weg entlang. Hier haben wir wieder so groben Asphalt mit etwas Schotter, aber der macht es einfach richtig gut. Sagt mal, habt ihr auch schon so geile Scooter gefahren? Ich denke, das hier könnte man nur noch dadurch verbessern, in Anführungszeichen, dass er noch zwei Motoren hätte. Der hat ja auch eine brutale Leistung von 1000 Watt, also 1000 Watt Dauerleistung. Ne? Ich habe keine Ahnung, was die Peak ist. Also 1000 Watt wird auf jeden Fall angegeben, glaube ich ihm auch. Denn beim Beschleunigen muss man sich da schon hinten auf dieses schräge Brett ein bisschen stellen, dass man ordentlich auch Halt bekommt oder Halt hat. Also noch besser wird das nur gehen, wenn er eben zwei Motoren hätte, vorne und im Hinterrad. Und aktuell ist er ja nur in Anführungszeichen Hinterrad angetrieben. Das ist so die Verbesserung, die ich mir hier noch vorstellen könnte. Und vielleicht ja zusätzlich noch könnten die Kabel schöner versteckt werden. Da sieht man schon sehr viele Kabel hier an dem Scooterchen, an dem Monster. Da sieht man echt viele Kabel. Aber wenn einen das nicht stört, dann stört einen das nicht. Ne? Besonders tragisch ist es jetzt nicht, aber es geht halt auch schöner und sieht dann edler aus, wenn man weniger Kabel sieht. Aber das Display, das die hier dran verbaut haben, das ist echt geil. Ne? Ihr seht es ja vielleicht, das Ding ist riesig, es ist auch richtig hell. Was auch cool wäre, wenn ich das Licht ausschalte, so, wenn es dann, oder wenn das Licht eingeschaltet ist, dass es dann ein bisschen abdimmt, denn dann ist es ja eh etwas dunkler mit der Umgebung und so kann das einen ein bisschen ablenken und blenden. Das wäre noch schön, aber Vorteil ist, nächste Kreuzung, wir fahren geradeaus, Vorteil ist, auch bei hellen Bedingungen und Sonnenschein kann man das Display hier wirklich gut ablesen. Ach, ja, ich mag ihn sehr, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht behalten, da ich ihn nicht auf der Straße fahren darf. Jo. So ist es nun mal. Ne? Und nur für so ein bisschen Fun Offroad zu haben, das mache ich ja dann doch nicht so häufig. Ich habe nicht so viele Wege, wo ich das jetzt hier in meiner Umgebung machen kann. Ja, da ist er mal dann doch ein etwas zu teurer Spaß, nennen wir es mal so. Denn er kostet, es kommt immer drauf an, ich habe gesehen, so zwischen 820 und 920 Euro habe ich jetzt schon gesehen. Na, ihr könnt euch das ja mal anschauen. Ich verlinke euch den Scooter hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht lange suchen. So, wo sind wir jetzt? Hier ist wieder eine Kreuzung. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, ich weiß gerade nicht so genau, wo ich hin muss. Im Zweifelsfall immer geradeaus. Ja, wir fahren mal geradeaus. Ihr seht schon hier in dem Waldstück, hier kann man sich echt verlaufen. Hier sind so viele Abzweigungen und Wege und da haben wir uns schon des Öfteren ein bisschen verlaufen, tagsüber. Naja, und bei Nacht war ich hier noch nie. Aber da wird es bekanntermaßen ja auch nicht wirklich besser mit der Orientierung. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin und nicht hier verloren gehe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bekannt kommt mir das Ganze hier nicht vor. Irgendwie nicht. Nee. Naja, der Akku, der ist noch einigermaßen gefüllt. So ein paar Kilometer sind da noch drin. Und wir finden schon wieder raus, ja. Naja, so geht das hier. Übrigens ist euch mal aufgefallen, dass unheimlich viele oder immer mehr Hersteller ihre Modelle G2 nennen. Es gibt ja jetzt von den Xiaomi Extrem irgendwas vollgefederten G2, natürlich den Ninebot G2, den Kukirin G2, naja, G2 vielleicht alles für Generation 2. Ich weiß es nicht, aber fällt mir in der letzten Zeit auf, irgendwie alles G2, was ich da so an geilen, richtig coolen neuen Scootern sehe.
Oh Leute, was ist denn das? Wir sind an einer Schranke angekommen. Hier sind wir auf jeden Fall nicht gestartet. Aber ich glaube, ich weiß wieder, wo wir sind. Wenn wir hier reinfahren, glaube ich... Nee. Oder? Doch. Doch, das hier ist jetzt ein richtiger Waldweg, Leute. Wenn wir hier reinfahren, dann kommen wir auch wieder da raus, wo wir gestartet sind. Oh, das hier ist jetzt... Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Hier liegt überall Pferdescheiße. Hier reiten immer die Pferde lang. Und das hier ist jetzt so ein richtiger Waldweg. Also hier ist kein Asphalt oder irgendwas. Hier ist einfach nur Erde. Und ich merke, das Orientieren ist alles andere als einfach. Und mit keinem anderen Scooter würde ich mich hier durchtrauen. Aber mit dem G2 hier, dann geht das schon. Worst case ist, dass wir hier irgendwo noch in die Pferdekacke reinfahren. So, aber das können wir wohl vermeiden. Aber schaut euch mal die Ausleuchtung an, die ist echt gut. Ich habe die ist hier so breitstellenweise. Ich dachte schon an ein, zwei Stellen, da käme noch Licht von sonst woher, dass da noch irgendjemand anderes mit dem Lichtchen unterwegs wäre. Oh Gott, wo ist denn hier der Weg? Ach hier. Oh Gott. Da habe ich ja echt wieder eine geile Idee gehabt. Ne? Das hier war so... Oh Gott. Ich glaube, das hier ist nicht mehr der Weg. Oh oh. Also das hier war so eine tolle, spontane Idee von mir. Jetzt muss ich hier mal kurz schauen, wo ist denn der Weg? Ah, ja, da geht's weiter. Also so eine spontane Idee von mir gewesen. Ja, dachte ich, ich könnte ja mit dem auch noch bei Dunkelheit fahren, denn ich kann ja keinen Reichweitentest machen. Da ich ja nicht auf der Straße damit unterwegs sein kann. Und meinen üblichen Steigungstest auch nicht, aber da machen wir eben noch eine schöne Nachtfahrt durch den Wald. Ist ja auch mal was Neues. Auf jeden Fall mal ganz, ganz was anderes. Ich muss euch aber schon gestehen, ich bin schon wieder ein bisschen froh, wenn ich gleich mal wieder eine Straßenlaterne sehe und hier rauskomme. Denn ich bin mir echt nicht 100% sicher, dass ich da bin, wo ich denke, dass ich bin und wo ich sein möchte. So. Hier geht der Weg wohl hier weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das hier zugewachsen? Ach du lieber Gott, das hier ist doch... Ich bin ganz wo... ganz woanders rausgekommen. Ach du Heiliger. Ey, schaut euch das mal an. Jetzt bin ich hier irgendwo auf einer Wiese rausgekommen. Alter, ich habe mich voll verfahren. So, egal. Wir fahren dann mal hier über die nasse Wiese. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Denn hier in der Wiese sind verflixt viele Löcher drin. Oh Gott. Alter, wo ist denn hier? Da hinten fährt ein Auto. Nachts im Wald. Geniale Idee von mir. Wirklich geniale Idee. So, ich bin jetzt hier schon in so ein Loch rein. Also, ich schieb jetzt hier, bis ich hinten wieder Richtung Zivilisation komme, Leute. Ach du Heiliger, ich muss mal umschalten. Und sagt dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wer mehr sehen will zum Thema Elektromobilität. Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Der findet alles hier unter dem Video verlinkt in der Playlist Elektromobilität. So heißt die nämlich. Da könnt ihr noch andere E-Scooter-Abenteuer erleben. Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Aber schaut mal her, ich rolle jetzt hier so durch den Rasen und da er ja Zero Start hat, ist das gerade echt praktisch, kann ich nämlich hier Gas geben und er rollt
im ersten Gang dann mit mir mit. Und ich muss sie nicht komplett hier durchschieben, denn das ist schon sehr unwegsames Gelände, das hier. Man sieht es nicht, aber hier sind haufenweise richtig tiefe Löcher. So, also, ihr könnt mir jetzt noch ein bisschen die Däumchen drücken, dass ich hier wirklich wieder rausfinde. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja. Und wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann habe ich es wohl nicht geschafft. Alter, wo ist denn hier die Straße? Ah, festgefahren. Hilfe. Hier war doch irgendwo, hier ist doch ein Auto lang gefahren. Was ist das denn hier? Ja, hier. Ein Schotterweg. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Habe ich mich schon verabschiedet? Ich glaube schon, ne? Egal, das Video ist immer noch nicht ganz vorbei. Wir schauen noch kurz, ob das hier meine Rettung ist. Ja, auf jeden Fall irgendeine Waldstraße. Jetzt muss ich nur noch auf dem Handy schauen, in welche Richtung ich muss. Und dann ist die Rettung da. Ach, komm schon, Ständer, geh raus. Also Leute, das war anstrengend. Ich orientiere mich jetzt mal hier und dann wirklich sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, geschafft, überlebt. Da hinten kommt die Zivilisation. Gott sei Dank.